Jolie wurde Flugverbot erteilt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Laut Berichten hat die Oscar-Gewinnerin vergessen, Anfang des Jahres ihre Registration für ihr Privatflugzeug zu erneuern. Darauf entzog die US-Bundesluftfahrtsbehörde ihr die Start- und Landeerlaubnis. Laut den Dokumenten ist das Lufttüchtigkeitszeugnis des Flugzeugs am 30. Juni abgelaufen. Die New York Post schrieb, dass Jolies Team einen Verlängerungsantrag verschickt hat, aber die Behörde sagte aus, der Antrag kam zu spät an. Die 38-Jährige erwarb ihren Flugschein 2004 und besitzt eine Cirrus SR22 im Wert von über 250.000 Euro. Das Flugzeug gehört zu den weltweit schnellsten einmotorigen Flugzeugen. Sie sagte zuvor, dass wenn sie fliegt, sie alles um sich herum vergisst und sie die Freiheit genießt, überall hinfliegen zu können. Damit muss sie jetzt vorerst noch warten.